Im Alten Testament lesen wir mehrfach, dass das Feuer Gottes vom Himmel fiel und das Opfer, was zur Ehre Gottes aufgebaut war, verzehrt hat. Im Pfingstereignis lesen wir, dass das Feuer Gottes vom Himmel fiel und die Jünger, die dort versammelt waren im Obersaal, entfacht hat, in Brand gesetzt hat, entzündet hat und dass sie vorwärts gehen konnten mit dem Feuer Gottes und die ganze Welt damals auf den Kopf gestellt haben. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Christen darauf warten, dass ein solches göttliches Feuer in ihr Leben hineinkommt und sie ausrüstet mit wirklicher Vollmacht, wirklicher Kraft zum Zeugendienst im Namen Jesu. Und ich stelle mir das so vor, dass viele von uns wie so einen Holzhaufen aufgeschichtet haben. Ein Haufen Holz, wo sie sagen, was wir brauchen, ist diese Flamme des Heiligen Geistes, die dieses Holz in Brand setzt, dass es hell leuchtet und wirklich zur Ehre Gottes brennt. Und dieses Holz, das sind Dinge, die du von Gott erhalten hast, die Gott dir geschenkt hat. Das ist Glaube, das ist Hoffnung, das ist Zuversicht für Dinge, die du erwartest, dass sie geschehen werden. Das sind Verheißungen, Prophetien, die du vielleicht selber bekommen hast. Das ist etwas, was du im Gebet durchrungen hast. Das sind Dinge, die dort aufgeschichtet sind und du sagst, das ist etwas zur Ehre Gottes und alles, was es braucht, ist dieser Funke, der das Ding in Brand setzt. Ein kostbarer Haufen Holz. Und du wartest und du wartest und du wartest und irgendwie kommt dieser Funke nicht. Und dann besteht eine Gefahr. Dann besteht die Gefahr der Holzdiebe. Holzdiebe. Das sind Dinge, die dir das Holz stehlen, was du da aufgeschichtet hast. Hier mal ein Scheit, da mal ein Ast. Und dein Haufen schrumpft langsam und unmerklich. Das sind Dinge, wo du Raum gibst für Zweifel, für Unglauben, für Kleinglauben. Das sind Sachen, die du einfach weglässt. Das sind Dinge, die du fahren lässt und loslässt. Und du merkst gar nicht, wie dein Haufen immer kleiner wird. Und irgendwann, wenn dann die Flamme Gottes kommt, besteht die Gefahr, dass dein Holz nur noch ein kleines Häuflein ist. Und dann musst du aufpassen. Lass nicht zu, dass über die Länge der Zeit die Holzdiebe dir das stehlen, was Gott dir gegeben hat, damit es hell zu seiner Ehre brennen soll. Lass nicht zu, dass Enttäuschung oder Entmutigung oder negative Umstände dir dein Holz stehlen. Die Dinge, die Gott dir verheißen hat, die er dir zugesagt hat, den Glauben, den er dir gegeben hat. Lass nicht zu, dass die Holzdiebe dich bestehlen. Kämpfe darum, dass dein Holz erhalten bleibt, dass du einen Haufen hast, der zum richtigen Zeitpunkt in Brand gesetzt werden kann zur Ehre Gottes. Ich bin gewiss, absolut gewiss, das Feuer Gottes wird kommen und es will deinen Brandplatz in helles Feuer verwandeln. Sieh zu, dass dein Holz da ist. Sieh zu, dass es dir nicht geraubt wird. Ich glaube, Gott hat viel mehr für dich.